Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Europa in der Energiekrise. Strompreis in Deutschland steigt auf 800 Euro, neues Allzeithoch. Ein Artikel von Markus Fugmann. Gestern hatten wir berichtet, dass der an der Börse gehandelte Strompreis in Deutschland und Frankreich auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Heute erreicht der Preis erneut ein neues Allzeithoch. So steigt der Strompreis für Deutschland um 7,6%, der für nächstes Jahr gehandelte Kontrakt an der European Energy Exchange AG, auf über 800 Euro die Megawattstunde und verschärft damit die Energiekrise weiter. Dazu schreibt Bloomberg: Die deutschen Benchmark-Strompreise für das nächste Jahr sind am Freitag auf über 800 Euro gestiegen und damit fast 10-mal so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Strompreise brechen fast täglich neue Rekorde, da Russland die Erdgasversorgung vor der entscheidenden Heizperiode im Winter verknappt. Der beispiellose Anstieg der Energiekosten heizt die Inflation an und bedroht die Finanzen von Haushalten und Unternehmen in ganz Europa. Der Strompreis in Deutschland ist im letzten Jahr um über 860% gestiegen. Die europäischen Regierungen haben begonnen, drastische Maßnahmen zur Begrenzung des Energieverbrauchs zu ergreifen, wie zum Beispiel das Verbot der Außenbeleuchtung von Gebäuden in Deutschland und die Senkung der Heiztemperaturen in Innenräumen. Die deutschen Strompreise für das nächste Jahr stiegen am Freitag an der European Energy Exchange AG um 7,6% auf 805,15 Euro pro Megawattstunde und haben in dieser Woche um 39% zugelegt. Der entsprechende französische Kontrakt ist in dieser Woche um 24% gestiegen. Strompreis und Gaspreis stürzen Europa in die Energiekrise. Während in Deutschland vor allem der massiv gestiegene Gaspreis aufgrund der deutlich verringerten Lieferungen aus Russland auch den Strompreis nach oben zieht, ist es in Frankreich die verminderte Leistung der Atomkraftwerke, die den Preis in unserem Nachbarland auf neue Allzeithochs steigen lassen. Deutschland jedenfalls hat jetzt, anders als von Wirtschaftsminister Habeck behauptet, doch ein Stromproblem. Habeck selbst will bei der für Anfang Oktober geplanten Gasumlage wohl doch noch einige Nachbesserungen vornehmen. So sollen nun nicht mehr hochprofitable Unternehmen Zahlungen erhalten. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat vor wenigen Tagen ausgeschlossen, die Laufzeiten der drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke zu verlängern. Diese drei noch laufenden AKWs liefern derzeit 6% des deutschen Stroms. Sollte die Bundesregierung ihre Stilllegung zum Jahresende verkünden, dürfte dies den Strompreis in Deutschland weiter steigen lassen. Die Belastungen für Firmen und Konsumenten sind auch so schon enorm. So sehen mehr als 42% der deutschen Mittelständler ihr Unternehmen aufgrund der explodierten Energiepreise in existenzieller Gefahr, während bei den deutschen Verbrauchern das Konsumklima auf ein neues Allzeittief gefallen ist, wie das heute Morgen veröffentlichte GfK-Konsumklima zeigt. Die deutschen Verbraucher sparen, weil im Herbst die volle Wucht der gestiegenen Energiepreise erst richtig durchschlägt. Hinzu kommt, dass die in der Corona-Zeit gebildeten Rücklagen inzwischen aufgebraucht sind. Ähnlich hart kommt es auch für 24 Millionen Haushalte in Großbritannien, deren Energiekosten ab 1. Oktober um 80% steigen werden, wie die britische Regulierungsbehörde für Energiekosten OFGEM heute Morgen verkündet hat. Europa ist damit in einer Energiekrise, die den Ölschock der 1970er Jahre in den Schatten zu stellen scheint. Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen.